Okay, gucken wir mal. Ah, wir können noch mal. Ich würde tatsächlich das noch machen, weil einfach wir zu wenig Geld haben. Wir können uns ja überhaupt keine Ausrüstung kaufen im Moment dadurch, weil wir so wenig Geld haben. So, was wird denn passieren, wenn man alles friedlich regeln will? Geht man da kaputt? Es geht einfach nicht. Also man lässt sich, also du musst es halt machen. Da steht zum Beispiel, drücke Quadrat, um die Zielperson zu befragen. Und wenn du das nicht drückst, dann geht's einfach nicht weiter im Spiel. Also du bist halt gezwungen, die Sachen zu machen. Weil du musst ja auch jagen und so weiter, ja. Also das ist, ich muss sagen, wo ich auch sehr stark vegan war, also ich hatte eine Zeit lang, war ich richtig stark vegan. Da fiel mir das auch schwer, das in Spielen irgendwelche Tiere zu jagen. Man muss halt einfach verstehen, das ist wie ein Film, ja, hier geht es um Wilden Westen, hier geht es um, ja, es ist ein anderes Leben, ja, und jeder, der sich natürlich da krass reinsteigert, der wird das schrecklich finden. Es ist halt hier zum Beispiel so, dass wenn du, sag mal, du kannst mit der Jagd, kannst du halt viel Geld verdienen und dann kannst du dir dann deine Ausrüstung kaufen, alles, was du zum Überleben brauchst und wenn du das halt nicht machst, dann kannst du halt auch nicht ordentlich weiterkommen. Ne? Fressen oder gefressen werden, Kaninchen? Hier zum Beispiel, es gibt eine Herausforderung, du musst 5 Kaninchen abschießen vom Pferd aus. Ja, wenn du es nicht machst, ist deine Reitkunst schlechter. Also du bist halt gezwungen, gewisse Sachen zu machen. Okay, hier müssen wir aufpassen. Wir haben hier schon Züge. Also, Judith, so zur Erklärung, also das ist der Wilde Westen hier im Spiel und im Endeffekt werden gerade so frisch die Gesetze reingebracht ins Land. Also hier gibt es viele Banditen, Räuber, also im Endeffekt Leute, die zum Beispiel auch Züge überfallen und so weiter. Und die Leute werden erst zivilisiert. Also da kommen jetzt Gesetze rein und so weiter und so fort. Die Banden werden gejagt und ja, wir sind mittendrin sozusagen in dieser Zeit. Und dieser Hauptdarsteller, der ist auch, gehört zu einer Bande. Also der ist selber so ein Räuber sozusagen. Ich denke, dass er sich dann verändern wird. Also da wird noch viel passieren, so, weil das hat sehr große Geschichte. Also das ist wirklich storybasierend, das Spiel. Aber im Moment ist er einfach so ein Ganove sozusagen. Just give me a minute, boy. So, das müsste, was war das, Hyäne oder was ist das? Und es gibt hier über 170 Tiere, verschiedene. Das ist krasse Tierwelt und so weiter, richtig verrückt. Okay, gucken wir mal. Das Fell müsste gehen. Man kann normalerweise 2 Felle. Ja, 2 Felle könnt ihr schon mitnehmen. So, und dann seht ihr auch Fortschritt. Guckt mal, wenn ich hier draufklicke. Zum Beispiel, das ist jetzt Wolly Coyote. Das war ein Coyote, ja, Kalifornien. Und hier seht ihr verschiedene Tiere, ja, die ihr schon gejagt habt, die ihr erforscht habt. Und es gibt halt sau viele Tiere, ja. Und hier haben wir auch noch Fische, wie ich sehe. 30 verschiedene. Krass. Also im Endeffekt sind das 208 Tiere in dem Spiel. Mit den Fischen zusammen. Es gibt ja auch verschiedene Pferde, die man kaufen kann. Die kann man ausrüsten. Also haben wir im zweiten Part gesehen. Das werden wir dann später auch machen. Ihr könnt verschiedene, also ihr könnt alles mögliche. Sättel, also Sattel, neuen Sattel kaufen. Ihr könnt sogar die Mähne des Pferdes verändern und alles Mögliche. Also die Freiheit ist riesengroß. Ja, das Spiel hat wirklich so geschichtlichen Hintergrund auch. Okay, da ist irgendwas passiert. Oder ist es ein Lager? Ich glaube, das ist ein Lager einfach. Die haben hier einfach so ein Lager aufgeschlagen. Ich glaube, ich sollte auch schlafen. Ja, okay, ich gehe schon weiter. Ich probiere mal ein Lager aufzuschlagen. Schauen wir mal, ob ich das noch kann. Ich habe es einmal machen müssen im Tutorial. So, man geht zum Sattel, drückt L1. Dann, wie war das nochmal?
Genau. Und dann drückt er einmal R1 auf Gegenstände und dann könnte ich hier unten, ja, Raftinglager. So, dann macht ihr das auf. Dann könnt ihr euch hier zum Beispiel auch Köder basteln für verschiedene Tiere, um die Tiere anzulocken. Ihr könnt was zum Essen machen. Zum Beispiel hier, guck mal, da kann man jetzt zum Beispiel Wildvogelfleisch, wir haben ja da einiges gefangen. Und dann könnt ihr das kochen. Also braten, besser gesagt. So, und dann könnt ihr das auf R2 essen. So. So, wir müssen noch ein bisschen auffüllen, weil hier, also da seht ihr so ein Auge links. Schaut wie so ein Auge aus. So, warum kann ich nicht nochmal zum Kochen? Ah, wir haben kein Vogel mehr, deswegen. Fettes Vogelfleisch. Nehmen wir mal das. Zack. Ich zeige euch das mal gleich ausführlich, wo ihr das seht. Mit den Stats. So, dann essen wir mal. Klick. So. Weil das habe ich jetzt mittlerweile immer besser kapiert. Also guck mal, seht ihr da zum Beispiel hier knorpeliges Fleisch? Und dann darunter seht ihr ein Herz, ein Blitz und ein Auge. Ja? Und das ist im Endeffekt, das zeigt euch an, wie viel das auffüllt von diesen Parametern. Ja? Und ihr habt im Endeffekt ein Core, ja, das ist der Kern, das ist im Endeffekt das Herz selbst. Und einmal habt ihr dieses, so einen Balken. Ja? Der Balken füllt sich wieder auf. Der Kern, der verbraucht sich und da muss man halt dann schlafen gehen, essen und so weiter. So, schlafen auf Dreieck, genau, dann könnt ihr schlafen. Ich mache mal auch bis morgen 7 Stunden, zack. Und dann kleines Nickerchen. Übrigens, wie lange werde ich heute streamen? Also ich werde bis 0 Uhr streamen und morgen geht es dann um 11 Uhr wieder weiter. Also das ist wirklich ein Herzensprojekt für mich, dieses Spiel. Und ich will das so schnell möglich durchzocken. Lager abbrechen auf Kreis. Ich werde auch alle Tipps teilen mit euch, weil ich werde ja jetzt viel Erfahrung hier sammeln und ich werde das alles mit euch teilen, also was ich herausfinde. Okay, zack. Könnt ihr auch schön parallel zum Beispiel gucken, diesen Livestream, wenn ihr selber dann zum Beispiel jagt oder irgendwas macht, ja, dann könnt ihr immer parallel zuschauen und das macht dann noch mehr Spaß, seid ihr nicht so alleine sozusagen, ja. Okay, gucken wir auf die Karte. Wo sind jetzt unsere Schuldner? Okay, sind jetzt verschwunden. Ah, da, hier. Hier sind sie. Okay, wir treiben die mal ein kurz. Weil das ist ja trotzdem Geld. Wir haben kein Geld im Moment. Und wir brauchen gute Ausrüstung. Wenn sie schon Schulden aufnehmen, dann sollen sie auch bezahlen. Wir haben jetzt, glaube ich, fast schon 7 Stunden Spielzeit. Und langsam muss ich sagen, komme ich richtig rein ins Game. So ist das der Typ. Beatrice Matthews. Oh no, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. And there he goes. Der verarscht mich. Ah ne. Oh shit, der ist abgehauen. Okay, dann müssen wir. Wir haben ein Lasso, wir können den einfangen. Hier mit dem Lasso. Das finde ich am besten. Ihr könnt auch Pferde, könnt ihr mit dem Lasso einfangen und dann zähmen. Okay, komm mal hier runter. Wir haben es geschafft, krass. Ich hab mal probiert. Ihr müsst wirklich aufpassen mit dem Pferd. Es kann sehr schnell sterben. Da ist er. Komm schon, komm schon. Wir haben jetzt nicht unbedingt das schnellste Pferd im Moment, aber das müsste reichen. Okay, da ist er. Komm schon, bleib stehen. Alter, was macht er? Zack! Ja, wir haben ihn. Wuhu! So, jetzt, weil er geflohen ist, machen wir noch einen kleinen Spaziergang mit ihm. Okay, das reicht. Wir wollen ja nicht zu gemein sein.
Okay, mein Freund. Was los? Hm? Okay, der hat uns gleich. Sehr schön, der hat es uns gleich gegeben. Eine Karte. Sehr schön. Dokumente untersuchen. Okay, was haben wir denn hier? Vorräte, Arznei, Zutaten. Das ist echt komplex, Leute. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Am Anfang. Aber wenn man sich reingefuchst hat, dann geht es alles. Okay, benutzen. Okay, wir haben eine Karte hier. Okay. Lesen. Sollte mir irgendwas zustoßen, sind all meine irdischen Besitztümer hier aufbewahrt. Umdrehen. Ist da was hinten? Nein. Ich glaube, bei Red Dead Redemption 2 gab es auch sowas. Also solche Karten mit Hinweisen, wo man selber dann finden musste. In seinem kleinen Loch ist es drin, da seht ihr. Im Baum. Okay, alles klar. Ah, es wird auf der Karte angezeigt, sehr schön. Das Gebiet. Okay, hier müsste das irgendwo vergraben sein anscheinend. Dann schauen wir gleich mal hin. Das Schöne ist, Leute, dass wenn ihr das auch selber mal zockt, also ich empfehle euch das wirklich selber zu holen, dann könnt ihr das immer schön nebenbei mitgucken. Ja, dann ist nicht so langweilig, weil früher, wenn ich sowas selber gespielt habe, also wo ich noch keine Videos gemacht habe, habe ich auch gerne Let's Plays geguckt, dann war ich nicht mehr so alleine, so, ja. Wenn ich dann meine Aufgaben gemacht habe, das war dann interessanter nochmal. Und ansonsten, wer es nicht holt, der kann halt hier alles erleben. Ey. Hier muss es irgendwo sein. Vielleicht in dem Baum. Da ist das Loch, guck mal. Wir haben es gefunden. Sehr schön. Zack, da bin ich mal gespannt, was da drin ist. Tatsächlich. Was ist das? Kohle. Okay, Batzen Geld. Liegt so ganz offen, Leute. Es regnet rein. Okay, sehr schön. Langsam kommen wir an Geld. Und wir haben jetzt noch einen Schuldner.